Einen wunderschönen, was auch immer. Mein Name ist immer noch Rainer Christel und ich spreche das. Man will ja einmal im Leben Pfarrer sein an einem Sonntag ein, also Worte zum Sonntag. Wobei es mir mit diesem Corona und politischen Wahnsinn auf der Welt immer schwerer fällt, irgendwelche Worte zu finden, weil dann auch so Irrsinnigkeiten passieren, dass wieder ein Freund in Deutschland stirbt und dass man das eigentlich gar nicht bockt. Und wie auch immer, Anlass dieses YouTube-Kanals, um das noch einmal zu sagen, dieses Buch Musikarbeiter unterwegs, erscheinen ja weiter meine Artikel im Augustin und mit Fotos von Mario Lang. Und dieses Buch hat gestaltet und herausgegeben in seinem Verlag Zeus Books Johannes Zachhuber. Könnte man bei mir bestellen oder direkt beim Verlag, so wie auch mein erstes Buch. Es ist ja jetzt nämlich diese Saison, wo man Dinge schenkt, wobei vielleicht sollten wir uns ja viel öfter etwas schenken und dieses seltsame Fest, und seltsam meine ich das nur, weil es ja so christlich konnotiert ist und mir diese Leitkultur ordentlich auf den Zeiger geht, vielleicht sollten wir uns viel öfter was schenken, wie auch immer. Eine der Erschütterungen dieses an Erschütterungen reichen Jahres war ja der Tod von Ken Jin von SNFU und unlängst habe ich über dieses tolle Buch von Chris Walter gesprochen. Leider habe ich dabei vergessen, ein wirklich erhellendes Zitat vorzulesen. Das möchte ich noch nachreichen als Würdigung an Mr. Chai Peak, einen der viel zu vielen Toten dieses Jahres. Last night I dreamt that my asshole was a circus and you were trying to sneak in. Nochmal, last night I dreamt that my asshole was a circus and you were trying to sneak in. Und das hat er, wie in diesem tollen Buch erzählt wird, quasi mal nach dem Aufwachen in so einer klassischen Punkband, Hardcore-Band, Schlafsituation, also in Schlafsäcken zu seinem Schlafnachbar gesagt. Chai Peak, einer der Großen. Von wegen Zeus Books, auch sehr wichtig. Der Hannes gibt dann mittlerweile auch so Bücher, Büchlein, Bändlein, die aber inhaltlich sehr substanziell sind, in einer Edition Erich Fromm Lectures heraus. Ganz großartig, Paul Mesen, 7 Impulse des Widerstands, radikaler Humanismus in einer finster werdenden Welt. Wenn der Text nicht so lang war, da hat man tätowieren lassen. Da sind einige Möglichkeiten, wie wir uns wehren. Und ich glaube, das wird jetzt immer wichtiger, nicht im Sinne von Leugnen von Corona oder Querdenken, fuck off, sondern im Sinne dessen, dass wir uns redemokratisieren und dass wir uns an demokratischen Prozessen wieder nachhaltig einklinken und beteiligen, weil die Postdemokratie ist stark in den Grünen und der türkisen Unrechtsregierung. Unrechtsregierung? Na, sie ist ja legitim gewählt, aber was sie tut, ist. Wie auch immer. Angenehmeres. Erschienen ist unlängst auch das Ochs. Da sind die Ärzte vorne drauf. Und ich habe einen Text drinnen über den Ronny Urini. Einen zweiteiligen. Da muss ich jetzt bald den zweiten Teil schreiben. Darauf sei verwiesen, das ist immer sehr tröstliche Lektüre. Es gibt noch immer viel Musik. Da ist dieser schöne Ronny Rocket-Artikel, Ronny Urini, Ronny Rocket, eine Doppelseite mit Diskografie und sehr launigen Aussagen, weil der Ronny wirklich was zum Erzählen hat. Ich mag den Ronny sehr und auch seine jüngste Mini-LP Fire Machine, die auch dann auf der Fire, auf der Ox-CD drauf ist. Sowieso immer zu empfehlen, das Ox-Magazin. Freut mich wie beim Augustin, dass ich dazu beitragen kann. Ja, das ist ja ein sehr zeigefreudiger Kanal, weil ja, ich finde das ja immer so super, wenn Politiker die in die Kamera holen, Kartonkarton und was weiß ich. Weil wir gerade beim Thema sind, ganz wunderbar von Helge Schreiber und Walter Henning Prochow heißt der, glaube ich. Genau, Henning Prochnow und Helge Schreiber haben da im Eigenverlag ein unpackbares Buch wieder neu aufgelegt, Network of Friends. Das ist quasi eine Geschichte des Hardcore-Punk der 80er Jahre in Europa und der Helge war dafür unterwegs und der Henning hat, glaube ich, auch in einer Band gespielt. Also das ist wirklich prall dran. Ich bin auch drinnen. Das ist aber immer ein bisschen komischer für mich, weil ja der Johnny und der Hacki und der Mops und der Andy und der Albino und der Yoshi und alle anderen eigentlich auch einig hatten. Und gerade in dem Buch habe ich meine Stellvertreterrolle ein bisschen ungut wahrgenommen, weil der eine Satz, der drin ist, klug scheißt so. Und was ich nicht sage, ist, wie lustig und lustvoll das alles war. Wie schön das alles war. Wie geil das alles war. Ja. Nicht so Opa erzählt vom Krieg, sondern dass das einfach leiwand war. Wie viele Freunde und Freundinnen da auf welcher
auf welcher Basis unterwegs waren. Und ich glaube, man hat das währenddessen gar nicht so mitgekriegt. Das sind dann also Geschichten, die einen dann selber wieder an Sachen erinnern. Also Fahrten nach Berlin, ja, wie das noch, also wahnsinnige Banker fahren von irgendwo in diesem Skate, also in diesem Hardcore-Uniform, Karohemden-Dings und vielleicht zum Teil nur alte Punks mit Nieten und so, fahren dann nach Berlin und werden kontrolliert und selbst die DDR-Grenzer, die ja schon eine ziemliche Dimension waren, verlieren die Kontrolle. Oder man besucht dann so einen Tankstellenshop und da wird aber dann nur ein Bruchteil abgerechnet und das hat mir an eine Fahrt der Feuerlöscher und viele unserer Linzer Freundinnen nach Bad Ischl wieder erinnert. Da war eine ähnliche Szene. Also ein tolles Buch, Network of Friends. Und ja, tatsächlich so, wie man Geschichte erzählen kann. Ganz nah dran, durchaus subjektiv, aber durch das, dass so viele Subjekte drinnen sind, wird es einfach breiter und greifbarer. Tolle italienische Bands wie China, Negazione, tolle niederländische Bands, belgische Bands. Großartig. Ja, da unten dann in diesen Informationskästchen gibt es dann immer so Hinweise darauf, wo man das alles kriegt. Und ich bin ja keine Konsumanregungsinstitution, aber da sind ja auch überall Inhalte damit verbunden und das finde ich so wichtig. Und die meisten dieser Projekte sind ja auch so, dass es kalkuliert, dass es nicht um Bereicherung geht, sondern um Unkostendeckung und kleine sozusagen Erträge, die die Menschen zum Überleben helfen oder überhaupt nur kostendeckend diese Projekte. Und vielleicht war das ja ein Ansatz für eine Ökonomie, die wir auch brauchen, dass wir uns nicht bereichern müssen, sondern dass unser aller Überleben im Mittelpunkt unseres kollektiven Interesses steht. Das würde ich mir sehr wünschen. Weiß jetzt auch nicht, warum mir das jetzt so flasht ist, aber so schneiden wir halt nicht raus. Ich bin angerührt und gefordert von den Dingen, aber das sind sie auch. Ah ja, da habe ich ein Leiberl von der Siebdruckeria, auch so ein schöner Ort, wo es nämlich auch um Inhalte geht. Und dort habe ich mir das abgeholt oder dort haben wir die Übergabe. Das hat mein lieber Freund Mops und musikalischer Genosse und Kamerad, Genosse und Kamerad geht nicht, Genosse natürlich, Scheiß auf Kamerad, macht. Lockdown-Logbook, was super ist. Also wie wir viele Menschen brauchen ja dann irgendwelche Beschäftigungen in diesem fortgeschrittenen Isolationserlebnis, das wir da alle durchmachen. Und der Mops hat zu Lier dann Zeichnungen gemacht in diesem Mops-Style. Und wenn wir das wollen, können wir die auch ausmalen. Und ja, das ist sehr schön und gibt eigentlich mehr her, als man sich so am Anfang denkt. Und man kann auch die Lieder horchen, wenn man es hat, oder man kann die Lieder suchen, lernt dabei vielleicht die eine oder andere Band, die man noch nicht kannte, kennen. Ja, ist quasi ziemlich geil. Es wird dann im Juni, also es wird dann noch mehr Bände geben. Ach so, das hätte ja schon viel früher erscheinen sollen. Das dauert ja alles auch länger. Verstehe. A Musical Diary by Mops. Ah ja. Ach so, das ist jetzt der Mai 2020. So ist dieses jetzt erschienene. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. Das heißt, im Juni kriegen wir dann ein bisschen später. Bob Mould wird uns da dann versprochen und Watt Tyler oder versprochen, avisiert. Tolle Sache. Lockdown-Log. Ja, irgendwie die Musik ist natürlich auch immer wieder wichtig und da ist aber irgendwie nicht so viel oder so viel erreicht mich nicht. Ich höre halt, jetzt haben wir wieder The Fall aufgelegt und ER80, weil Paul Blösel, der uns verlassen hat, großer ER80-Fan war. Fan ist da vielleicht das falsche Wort, Freund. Verehrer, Hörer. Und das war dann, ich habe man dann als Übersprungshandlung heißt es, wo da, wenn man ja gegen einen Tod nichts tun kann, also da ist ja nichts mehr, was man tun kann. Das Loch im Netz kriegen wir ja nicht mehr zu, sondern wir ziehen das Netz anders. Und da habe ich mir dann eher 80 Platten bestellt, als konnte man das zurückbringen oder als konnte es das bewahren, weil ja, man hat sie das letzte Mal gesehen bei einem ER80-Konzert und das ist zumindest sehr schön, dass ich die Erinnerung habe. Ja, mir ist wurscht, aber wir haben noch mal geredet und wir haben noch mal getrunken und wir haben ER80 gesehen. Tolle Band, auch schwere Empfehlung. Ja, das eine Album, das mir dieser Tage ein bisschen aufrecht erhält, Bruch, The Fool, ganz großes Tennis, habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, einmal live gesehen, hat mir damals auch schon irre gut gefallen. Philipp, der Mann hinter Bruch, hat da wirklich geile musikalische und künstlerische Persona erfunden. Das muss man jetzt aber gar nicht so intellektualisieren. Ich empfinde das als so dahinmeandernde, aber sehr reizvolle
simple, aber sehr effektive, repetitive, zum Teil elektronische, also mit Backings, Musik, zu der er singt und predigt. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen schlicht klingen oder ein bisschen fad, aber seien Sie sich dessen sicher, sowohl auf Platte als auch im Live-Setting, also bei der Live-Predigt, ist das extrem hineinziehend und es sprengt dann schon so Dinger frei, weil man sich ja sehr verstanden fühlt von dem Typen, der da oben steht, weil der seine Brüche auch hergibt. Das heißt ja ein Bruch. Ja. Und schon die große Geste kam, aber mit der großen Geste kommt auch immer der große Zweifel. Und das war ja schön, wenn wir alle mit diesen Ambivalenzen viel besser umgehen konnten, weil dann müssten wir Linke uns nicht immer unsere Heldinnen beschädigen lassen, weil die ja doch auch Menschen waren und ab und zu was Falsches gemacht haben. Während ja die geschissenen Rechten sowieso von Anfang an alles falsch machen. Wurscht, das würde jetzt viel zu weit führen. Lauter Hits, also man trat die Platten um, dann trat man es wieder um, vielleicht trat man es einmal anders um. Ab und zu, das ist dann auch noch sozusagen bei einem Label und einem Zusammenhang des Vertrauens erschienen. Da gibt es das Label Cut Surface, auch schwere Empfehlung. Und Trost, also die guten Kräfte, es gibt sie ja und alle laborieren die auch. Man kann aber dazwischen in diesem Kreislauf des Auflegens dann noch die Single auf Fettkakao, Bruch, mit dem Kohlhaas, meine Damen und Herren. Sie haben sicher oder manche von Ihnen den Film über den Herrn Kohlhaas oder das in der Schule gelesen. Ja. So ein bisschen Sturheit gegen die Obrigkeit war wieder mal gut, aber eben nicht aus Prinzip, sondern weiß, um was es geht. Sehr schön auch eine Edwards Cover-Version steht, aber ich würde das tatsächlich eher in den Bereich der Deutung und der Interpretation rücken, was ja bei die Edwards sowieso super ist. Deren Tim Smith, also der TV Smith, auch große Lichtfigur, hat scheinbar auch gerade ein neues Album rausgebracht. Das werde ich mir dann vielleicht auch noch einmal anhören. Wie gesagt, Bruch eigentlich für mich gerade so der Soundtrack der Tage. Da ziehe ich mich dann ganz schwarz an, wenn ich nicht dem eigenen Notizen nachgebe und predige mit oder predige dagegen und schreie ab und zu Halleluja oder You Have a Witness oder was weiß ich. Also es ist eine Mitmachplatte und man kann dann vielleicht auch eigene Predigten entwickeln und zurückpredigen oder mitpredigen oder miteinander predigen. Nein, ich bin jetzt ein bisschen wie auch immer. Die Single war immer Fettkakao und Fettkakao hat ein ganz, ganz geiles Teil jetzt auch herausgebracht. Clicky Bitches. Das sind drei Menschen, ich und mein Namensgedächtnis. Ich habe mir immer die Alice Beck gemerkt, weil die Alice Beck hat bei den Becks gesungen und ist so eine legendäre LA-Punk-Frau. Und was sie aber jetzt viel zu verkürzt darstellt. Und da habe ich mir schon länger gedacht, ich will mir diese Solo-Alben einmal zu Gemüte führen. Und ich glaube, es gibt da ein Buch von ihr. Und gemeinsam mit Seth Bogart und Alison Wolff, die auch Geschichten haben und viele Dinge tun, die des Recherchierens lohnen, haben die sechs Lieder aufgenommen, eh schon vor einiger Zeit, und der Andy hat die Allison, glaube ich, getroffen, so ist irgendwie die Geschichte gegangen, und das wollten ihm da rausbringen, und dann hat er das jetzt rausgebracht, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig, weil wir erleben ja, kommt man vor, gerade in Österreich, das ja sowieso dazu neigt, so dicht zu sein, so, buh, ja. Also, als war das jetzt vermeintlich durch die Umstände bestimmt auch, dass wir das tun müssen, ja. Und da meine ich jetzt nicht, dass die Deutschen und die Italiener nicht zum Skifahren kommen dürfen, weil das finde ich ja recht gut, ja? Weil wir das Skifahren müssen wir sowieso nur mehr reden, sondern dass wir uns dann nur mehr sozusagen auf uns selber beziehen, ja? Und das ist in der Musik und in der Kultur natürlich eine Katastrophe, die sich da abzeichnet. Und das ist ja völlig unsinnig, weil das Internet, ja, wenn das irgendeinen positiven Effekt hat, dann ist es so, wie es in Turn on the News von die Hüsker Dü heißt, we can't get in touch with who we are hating. Ja. Das heißt aber, dass wir in touch kommen können mit den Menschen, die wir mögen, und in touch kommen können mit den Menschen, die uns was zum Sagen haben, was uns weiterhilft. Und vielleicht können wir denen auch was sagen. Und darum finde ich diese Clicky Bitches auch so gut, weil das heißt, der Label, da macht der Platten als erledigt, sonst liegen bleibt. Und die schöne Anekdote dazu ist, damit wir jetzt sozusagen ein bisschen Promi-Seller bringen, Alice Beck, meine Damen und Herren, Bruch, ja, Network of Friends, lauter Legenden in dem Buch, die Ärzte auf dem Ox-Cover, Ronnie Rocket, also lauter super Typen. Ich merke schon, die Typinnen sind leider ein bisschen unterrepräsentiert, das ist aber nicht absichtlich, habe jetzt zu wenig Reise, sage jetzt nur mehr Alice Beck. Ja. Es ist nämlich auch wichtig, dass die Typinnen und die Typen und alles dazwischen und darüber hinaus, dass wir da mal Balance finden und endlich checken, dass wir ganz schön viel sind und dass das leibendst ist, dass wir so viel sind.
Ich merke schon, ich neige zur Predigt heute am Sonntag. Ja, ist halt so. Wo waren wir? Ah, ja, Henry Rollins. Also auf jeden Fall hat der Andy ihm geschrieben. Und der Henry Rollins hat zugeschrieben, wie super das ist. Ja. Das finde ich super. Und ich glaube, das ist so ein ganz ein wesentlicher Teil der Bankgeschichte. Und vielleicht sollte man das tatsächlich einmal auf Politik anwenden. Nicht, dass die jetzt so was Erstrebenswertes haben, so ein Werner Kogler oder so ein Sigi Maurer oder so ein Köstinger oder so ein Kurz. Aber was wir vielleicht lernen konnten, das sind ja tatsächlich nur Menschen. Das meine ich jetzt aber nicht in dem Sinne, dass sie damit sozusagen sie aus der Verantwortung stellen können für das, was sie tun, indem sie so tun, als wären sie mehr als Menschen, und das tun sie ja. Sondern ich meine, dass wir wieder da zurückfinden sollten, dass wir von denen tatsächlich auch ein Agieren wie Menschen verlangen und auch, wie das ja, glaube ich, eigentlich im Parlamentarismus auch geregelt ist, ja, diese Abgeordneten sind ja meine Abgeordneten. Ja. Und eine Möglichkeit des politischen Prozesses wäre ja, sich einen Abgeordneten auszusuchen oder alle, die anzuschreiben und sozusagen sagen, ich hätte dieses und jenes Begehren, das was große Interessensgruppen tun. Und prinzipiell ist es eigentlich so, baut das System. Aber das würde jetzt auch viel zu weit führen. Wie gesagt, tolle Platten, Clicky Bitches, Bruch, der Fool, eines der Alben des Jahres. Bei Clicky Bitches 6 Lieder, das ist so ein bisschen, mir erinnert es ein bisschen an Bikini Kill. Es hat so dieses New Wavy, Dancey, Poppy, Electric-Ding und ist aber noch viel spannender, als das jetzt klingt. Und Bruch habe ich ja versucht zu beschreiben, es sind auf jeden Fall tolle Platten. Und zu Network of Friends kann man sich dann viel Hardcore-Platten anhören und eher 80 sowieso als Erinnerung auf den Paul und vielleicht Giant Sand immer lohnend, weil das ja so eine brade Geschichte ist. Kalexico haben jetzt gerade eine Weihnachtsplatte gemacht, das weiß ich noch nicht, ob ich die hören will. Na, ich wünsche uns allen viel Gutes und dass wir das alles überstehen und irgendwann lasse ich mir die Haare schneiden und rasiere mich und das heißt dann aber auch nichts. Wiederhören.